Junge, blitzschnell kam die Blende. Da ist er ausgerastet. Wer ist denn da hinten? Der Alex oder was? Richtig am Ausrasten. Junge, Junge, schon wieder am Telefonieren, ey. Da, ihr, so seht ihr, wenn man Chef ist und eine neue Location baut, dann ist alles vorbei, Freunde. Lasst das am besten. Am besten macht ihr euch niemals selbstständig. Das ist eine ganz beschissene Idee. Ihr denkt dann, ihr kriegt die Kohle. Was ihr wirklich kriegt, ist nur Arbeit. Und rechts unten gespawnt hier der rote Prodos vom Team. Scheiße. Patience. Hubert! Was ist das Team von ihm? Und links oben, Meltdown gesponsert. Der pinke Zerg Stefano. So, ich überlege gerade. Scheiße, ich stehe richtig auf dem Schlauch. So ist das manchmal. Aber ich habe auch schon Medikamente intus. Ich tick also nicht mehr ganz richtig. Also noch weniger richtig als sonst. Und ja. Gucken wir mal. Boah, ich krieg ausnahmsweise mal Food hier ab. Das ist richtig nice. Das sieht sogar lecker aus. Das sind so Hackbällchen mit Tomatensauce, glaube ich, Paprika und Kidneybohnen. Vielleicht ist da noch ein bisschen Mais mit dabei. Hä? Nee. Ist alles vorbei bei mir. So, der Chefkoch, das ist der zweite hier mit Rücken. Kommt auch noch direkt an den Start. Ja, bei dem ist auch alles vorbei. Auch ja, aber der ist um einiges älter, sagt er gerade. Das spielt aber keine Rolle. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist abgelaufen bei ihm. Der kommt also direkt in den Nagel. Ach, die Nägel kommen in den Sarg. So, oder der Nagel. Dann passt das ja sogar. Naja, gucken wir mal auf der anderen Seite. Nexus wird gebaut. Und, sag mal, haben wir eigentlich Delay drin? Wir brauchen keinen Delay. Badumts, zerberstet. Und, wir sehen, ja, Gateway, Cybercore wird nachgezogen, logischerweise. Auf der anderen Seite gab es 3 Hedge. Schauen wir mal. Ja, aber, oh, hätte vielleicht sogar 3, na, war kein 3 Hedge vor Pool. War kein 3 Hedge vor Pool. Und ansonsten, werden wir sehen, wie das Makro-Game gleich läuft. Die erste Map hier, Echo. Und, ich warne euch schon mal vor, ich war ja beim Arzt aufgrund meines Rückens. Der hat gesagt, ist Allgemeinmediziner, wie gesagt, nicht Orthopäde, aber ich habe eine Überweisung zum Orthopäden. Der konnte es nicht so hundertprozentig feststellen. LWS, BWS-Syndrom hat er auf die Überweisung geschrieben. Also irgendwas im Bereich Lendenwirbelsäule, Brustwirbelsäule. Er sagt aber vielleicht Entzündung da im Muskel, dass die halt ja, von Überbeanspruchung ein bisschen, ja, bisschen gestresst sind. Und es soll erstmal Ibu nehmen, 3-4 Tage. Wenn es nicht besser wird, dann geht's zum Orthopäden. Sprich, ich komme natürlich diese Woche für den Mafia-Tag, aber ansonsten werdet ihr mit dem guten Marius und dem guten Dennis auskommen müssen. Aber ich bin mir sicher, mit Barius Maumann wird da alles klar gehen. Und zur Not, zur Unterhaltung rappt er einfach ein bisschen. Und wir sehen, ja, Stargate, Follow-up von Patience. Boah, ich stehe echt auf dem Schlauch. Patience, also früher Alien Invasion ist auch Dead Pixels? Depix Patience, genau wie True und Fantasy? Oder sehe ich da irgendwie was falsch? Bin mir auf jeden Fall nicht hundertprozentig sicher. Naja, wie dem auch sei, weiter geht's hier auf jeden Fall. Speed ist angedrückt. Boah, ich bin ja so eine neugierige Person, ne? Eine Sekunde, ich gehe mal kurz hier auf Base Trade. Kann ich auf Base Trade gehen? Ich kann nicht auf Base Trade gehen, aber auf den Spieler kann ich gehen. So. Und dann werde ich einmal kurz gucken. Team Liquid. Zack. Lotus. So, Patience. Ich bin echt doof hier. Warum steht der nicht da drin? Legacy of the Ultras. Warum ist Patience? Ja, Dead Pixels. Gott sei Dank. Hat der, in Anführungszeichen, Profi-Caster doch noch seinen Cast hinbekommen. Naja, das Oracle auf jeden Fall auf der einen Seite. Will da ein bisschen Stress machen. Hat auch 4 Kills bekommen. Allerdings überall Queens. Boah, wirklich überall Queens, das Oracle so scheiße. Hier muss ich hart rummanövrieren. Und wir sehen, da ist der nächste Kill. Und noch einer. Boah, boah, wunderbarer Safe hier mit dem Spore-Crawler. Hat er geil gemacht. Und auf der Unterseite, zack, Nexus angedrückt. Die Linge rasen hier so ein bisschen rum. 10 weitere Drohnen werden gebaut. Na, der muss natürlich erstmal hochdrohen. Der Protoss ist nämlich gerade mit mehr Eco unterwegs als der Zerg. Und das will man natürlich, wenn es geht, vermeiden. Also ja, gucken wir uns das Ganze an. Go, 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 wird da gesagt. Ja, war pausiert, das Spiel, kurzzeitig. Aber allgemein würde ich sagen, Patience mit einer eigentlich ganz guten Ausgangslage. Robo plus 2 der Council nachgezogen. Das sieht also sehr, sehr Hots-like aus hier aktuell, muss man zugeben. Bei Stefano, da ist dann natürlich die Frage. Er baut schon wieder den Hydra, denn es könnte wieder sein, dass er so typisch auf seine Lurker geht.
Und hier unten, na, der Mothership Core fliegt fleißig rum. Ich mache mir einmal kurz den Chat auf. Da ist er hier gerade. So. Da muss man mal Danke sagen. Naruto, wenn die Hopex was für dich kocht. Ja. Tue ich ja. Ich werde mich auch, ich werde vermutlich auch sagen, Hopex, das Essen war lecker. Ich habe es aber noch nicht probiert. Und wir sehen, dritte Base wird jetzt wieder genommen. Und die Sentry stehen hier. Also hier sollte nicht so viel passieren. Da kann man natürlich auch, wenn man hier einen Pylon baut und zwei Gateways oder so, kann man sich noch sehr, sehr, sehr gut abschirmen. Dann macht man gar nichts mehr gegen die Force Fields. Aber was wird gebaut? Ja, ein Observer plus zwei Blink. Also wie gesagt, sehr, sehr, sehr Hots-like. Auf der anderen Seite sieht das schon ein bisschen besser aus. Oder auf jeden Fall ein bisschen mehr wie Legacy of the Void. Er baut nämlich den Hydra denn. Sprich, sorry, nicht den Hydra denn hat er schon. Er baut den Lurker denn. Und mit dem Lurker denn? Natürlich kann er da Lurker morphen aus Hydras. Die haben 9 Range, eine Siege-Einheit vom Zerg, können nur Ground angreifen und müssen sich dafür eingraben. Aber wenn die einmal stehen, Freunde, dann hast du keinen Spaß mehr, wenn du ein Sentry oder ein Stalker oder irgendwas auf dem Boden bist. Hat natürlich größere Range als alles vom Protoss, abgesehen vom Tempest natürlich. Und das ist doch nicht Legacy of the Void. Doch, lieber Dark Crotch. Sorry, ja. Yeah. It's okay, go, go. Ja. Also, da sehen wir, da war das Game wieder mal kurzzeitig pausiert. Vierte Base von Stefano wird genommen. Aktuell noch kein Lurker am Start, aber da kommen sie schon. Die ersten fünf werden direkt gemorpht. Junge, Junge, Junge. Naja. Gucken wir mal, wie viel Schaden er macht. Gucken wir einfach mal, wie viel Schaden er machen kann gleich mit den Lurkern. Also die Defense, das haben wir auch gegen Parting gesehen, mit Spinecrawlern und Co. Hm. Eingraben! Eingraben, Freund. Der Lurker hat super viel Range. Der muss nicht mega nah ran. Ja, wir sehen. Boah. Boah, wenn die einmal wirklich richtig treffen, ne, dann hast du gar keinen Spaß. Ja, ich glaube, linken Lurker ist tatsächlich ziemlich gut. Wenn die Lurker dann einmal rankommen und durch die Armee schießen, durch die ganze, dann tut's richtig weh. Aber dafür muss er natürlich mit den Linken irgendwie den Weg abschneiden. Ist gegen Force Fields gar nicht so einfach. Boah. Da geht's jetzt wieder rüber. Force Fields aber wunderbar. Und die Lurker können natürlich keine Force Fields zerstören. Boah, ja! So muss das aussehen, Freunde. Schön mit den Lurkern in die Sentries reingeballert. Die sind auch instant zerplatzt. Genau so und nicht anders. Und ja, wir sehen, da geht's direkt weiter rüber. Also Stefano, der möchte direkt mega viel Druck machen. Twilight, sorry, Infestation für ihn kommt auch noch mit dazu. Aber die Force Fields sperren die Linke wieder aus. Und der gute Patience, der möchte sich nach wie vor auf Kolosse verlassen. Wie gesagt, die haben trotz Range-Upgrade dann nur noch 8 Range im Vergleich zu Hots, wo sie 9 Range haben. Da könnte man also durchaus Probleme bekommen. Hat jetzt einmal kurz ein Revelation rausgehauen, ja, aber leider keinen Lurker getroffen. Und die Lurker sind auch schon wieder eingegraben, also das könnte tatsächlich ein bisschen heikel sein hier für Stefano Rada. Der steht natürlich jetzt hier, aber das Gateway kann angegriffen werden. Die dritte Base ist auch nicht besonders gesichert. Und die Lurker immer ein Stückchen, weiter nach vorne. Also ja, das ist tatsächlich nicht so dicht und bis der Ausgangslage. Oh, grab dich ein mit deinen Lurkern. Von hinten kommt der Koloss, aber da wird jetzt richtig reingeschossen. Oh mein Gott, die Observer hat da glaube ich auch gesniped, oder? Ja, ich glaube, er hat die Observer gesniped. Oh je, da wird er richtig nass gemacht. Er wird richtig kaputt gemacht, der Patience von den Lurkern. Und da sehen wir, wenn die nicht aufgedeckt sind, die machen so unfassbar viel Siege Damage. Boah, da platzt rein. Da platzt einfach alles. Also da platzen selbst die Protoss-Einheiten. Der Koloss sagt sich auch, mit dem Scheiß möchte ich nichts zu tun haben. Zieht sich direkt wieder zurück, aber so gewinnt man natürlich kein Spiel mit Rückzug. Tja, wir sehen, Pylonen werden rausgenommen, die Kanone auch. Damit bietet die auch keine Detection mehr. Also das ist natürlich ganz, also abgesehen davon, dass sie nicht mehr angreift, hat sie auch keine Vision, oder erzeugt sie auch keine Vision mehr gegen die Lurker. Auf der anderen Seite war noch mal ein bisschen Stress, aber wir sehen hier schon, also obwohl da zwei Kolosse auf einmal gebaut werden, sieht das hier nicht so gut aus. Und ja, der Nexus wird down gehen. Oh, das neue Observer wird auch direkt wieder gesniped und die fünf Lurker sind immer noch da. Ja, da kann er nichts machen. Da kann er tatsächlich herzlich wenig machen. Was ist hier nochmal los? Ist da ein Warplasma unterwegs? Ja, da sind nochmal drei Zealots, die hier harassen wollen. Sieht man auf dem Creep gar nicht, plus das Warplasma. Auf der anderen Seite ist die dritte Base von der Patience derweil gefallen. Und ja, sieht auch nicht so aus, als würde sie in nächster Zeit zurückbekommen. Also, sieht sogar alles andere als danach aus. Naja, abwarten. Die Lurker, die wollen sich jetzt verziehen. Einer wird auf jeden Fall verbrennen. Also, der kann auch herzlich wenig dagegen machen. Oh, ja, die Kolosse müssen trotzdem ein bisschen aufpassen. Wie wir sehen, wenn die Lurker treffen, dann tut das trotzdem ganz schön weh. Und ja, die Linke rasen hier nochmal ein bisschen rum. Drei Kolosse sind mittlerweile, ja, ein paar Hydras kommen auch noch mit dazu. Oh ja, 9 weitere Lurker! So muss das aussehen, ihr Freunde. Brutwar ist back.
Und ja, die Kolosse kiten hier immer noch ganz schön. Er versucht natürlich irgendwie die Hydras dahin zu kriegen, damit er die Observer wieder snipen kann. Das wäre natürlich super geil. Oh, Lurker wurden nochmal gecancelt, oder? Ja, da sind aber trotzdem 9 Lurker am Start. Plus 21 Hydras. Und wenn die irgendwie ansatzweise einmal rankommen, ne, die Lurker, dann tut's so richtig weh. Ja, wir sehen, sie kommen ran. Kolosse können nicht so schnell weglaufen. Die Kolosse fallen jetzt und ich glaube, wir sehen das GG. Ja, da sehen wir schon GG. Und damit 1:0 hier für Patience. Ja, gute Partie. Und ich habe gesehen, ein neuer Ultra hier mit am Start. Kalter Hund 84, glaube ich, war's. Oder? Ja, Kalter Hund 84. Sei gegrüßt, mein guter Freund. Willkommen hier bei den Ultras. Und eine Resubscription von Kevinson. Ja, auch Dankeschön für deinen Support natürlich hier über die ganzen Monate. Und ja, ich werde die zweite Map jetzt hosten. Lurker Drop wäre nice. Ja, Lurker Drop wäre auf jeden Fall ganz nice. Machen die Lurker eigentlich Friendly Fire? Nope. Die Lurker machen nur Schaden auf den Gegner. Sah auf jeden Fall nicht danach aus, als hätten die Friendly Fire gemacht. So. Krass, wie hässlich die sind. Die Lurker? So. Ja, wir warten noch auf Zombie-Gwap. Und dann kann es weitergehen. Ja, wir sind alle bereit. Ready, ready. Good luck, have fun. Good luck, have fun. Go, go. Go, go, go. Und weiter geht's. Koda wird sein, die nächste Map. Das sind, lieber Hanna, oder Hanna, Hanna? Mädel vielleicht? Das sind Replays, deswegen ist die Zeit ein bisschen schneller. Replay-Bug sozusagen. Aber ansonsten, ja. Ansonsten laufen die, läuft die Zeit in Hots jetzt in Echtzeit. So, 1:0 steht's hier für Stefano. Can we remake? So, okay, dann müssen wir nochmal rausgehen, dann machen wir nochmal neu, liebe Freunde, für den guten Rifkin. Tut uns ja nicht weh, liebe Freunde. Zack. Ich wollte doch gerade sagen, Battle.net, lass mich nicht im Stich, aber nope, macht's nicht. Das bleibt uns treu. Ich glaube, da will er schon wieder ein Foto machen, Junge. Much homo. So. Ja, ich musste gerade noch so eine Bestellung aufgeben. Da hatte ich gerade eine schöne Facebook-Diskussion bezüglich homo. Da war so ein Video, so ein Troll sozusagen. Also ein gestelltes Video, da hat einer trainiert im Fitnessstudio. Und dann der Trainer, der hat ihm halt, der wollte ihm die so zeigen, der hat ihn so berührt. Dann, lass mich in Ruhe, du Schwuchtel und so. Und dann wollten sie halt die Reaktion von anderen testen. So, und dann ist da einer aufgestanden und hat gesagt, Junge, was ist mit dir denn los? Was ist mit dir denn falsch? Und da irgendwer als Kommentar dann, ja, ist doch richtig so, so mehr so Leute sollte es geben, scheiß Schwule und so. Hab ich erstmal geschrieben, Junge, was ist mit dir denn los? Was? Komm mal hier in Deutschland ein, mein Freund. Weil, ja, ausländischer Name, ne? Und da habe ich gesagt, du wirfst halt auf jeden Ausländer, wirfst du halt direkt ein schlechtes Bild. Nur weil du einen ausländischen Namen hast. Muss ja nicht mal als Ausländer sein, ne? Ja. Und dann, was hat das denn mit Integration zu tun? Hat er zu mir gesagt, ist das dein Ernst? Es gibt auch Deutsche, die schwulenfeindlich sind. Da habe ich gesagt, bei denen hat das aber nichts mit Integration zu tun, sondern mit Idiotie. Na, da meinte der, ich tick nicht sauber. Ist das dein Ernst, ey? Ja, machst du nix dagegen, so Leute. Rechts unten gespawnt hier der rote Protoss vom Team Dead Pixels. Patience. Und er sagt, you are too strong for me. Ist das sein Ernst? Und links oben gespawnt, der pinke Zerg, Meltdown, Stefano. Ja, aber diesmal hat er einen Grund, da zu stehen. Es geht, Olli. Boom, Junge, Fäuste auf Stahl, ey. Dann gehst du mal wieder trainieren, ist schon wieder alles vorbei jetzt? Habe ich wirklich gesagt. Ich habe gesagt, bleib lieber rundlich, Sport ist Mord. Stell dir mal vor, der verletzt sich wirklich. Das könnte ich nicht verantworten, wenn ich ihn dazu getrieben habe. Das wäre katastrophal. It's a talent. Was hat er gesagt? I know. It's a talent. Junge, Junge. Ja, abuse mal wieder im Berserk. Und ja, wie schon angekündigt, ihr werdet diese Woche auf jeden Fall den Dings ein bisschen öfter sehen. Den R3Z. King of Rap.
Ich hab mich auch schon mal ein bisschen umgehört, wen man denn als Gastcaster so einladen könnte. Und da ist mir jemand aufgefallen, der sagte, dieses Wochenende vielleicht noch nicht zur WCS, aber zur Round of 16 würde er vielleicht ganz gerne vorbeikommen. Ja, der Normie ist ab nächster Woche da. Ja, aber das ist noch ein bisschen hin, das 26.06. bis 28.06. glaube ich. Da wäre der, hat der Euromarine gesagt, würde er tatsächlich sogar ganz gerne machen. Da habe ich gesagt, ja, komme ich gerne nochmal drauf zurück, lieber Hero Marine. Das hört sich gut an. Gibt dann zwar keinen Terraner mehr, den er casten kann, aber schön, setzen wir ihn hier hin. PvP und PvZ, Freunde und ZvZ. Hier, Rio, du hast gesagt, machst du gerne. Alles vorbei. Ja. Und tatsächlich gibt es diesmal zwei Off-Gates hier von Patience. Das sind insgesamt dann drei Gateways hier. Und was wird er denn bauen? Baut er den Adepts oder was genau kommt denn da jetzt? Ja, da passiert ja aktuell... Also er wartet auf Warpgate. Ich weiß nicht. Also ich glaube, da hätte man durchaus den ein oder anderen Adept erstmal rausballern können. Hat aber bisher noch nicht gemacht. Damit natürlich auch keine Möglichkeit des Harasses. Keine dritte Base gerade am Start. Und ja. So, der Olli geht jetzt nach Hause. Ich glaube, der hat einen Tag erwischt, wo der keine Show machen muss. Der hat keine Show heute. Wer hat das denn erlaubt? Ich war mal gnädig zum Olli. Ich habe gesagt, der ist so eine Arbeitsmaschine. Der kann auch mal eine Woche nur zwei Shows oder so haben, ne? Hast zwei? Einmal atmen, einmal Show. Ja, das, ja, da ist er wirklich gut weggekommen. Diese Woche. Das ist alles? Da müssen wir ändern. Das ist alles. Was machst du die ganze Woche? Wir müssen dich noch quälen. Tja, machst du nix, ne? So, der Roadform bei Stefano in Bau. Da könnte es durchaus sein, also, dass er da vielleicht auf einen früheren Ravager geht. Aber müssen wir mal abwarten. Tja, lieber Chef, was sagst du? Delay gleich rausnehmen noch, oder was? Wann? Gleich? Nee. Warum? Weil wir jetzt schon live sind, oder? Na gut. Das ist nachträglich, meinst du? Ja. Kannst halt wieder mit den Leuten interagieren, ne? Besser. Sind alle Games Replays? Ja. Oh. Ja, die wurden halt eben gespielt. Also heute Mittag. Und sind jetzt quasi 3 Stunden alt. Beziehungsweise außer das hier. Das ist schon ein bisschen älter. Stefano gegen Patience. Ein Schmankerl ist es aber trotzdem. Und Stefano baut wenigstens neue Einheiten. Lurker. Patience hat noch nicht ganz verstanden, dass das hier Legacy of the Void ist. Nicht Heart of the Swarm. Deswegen baut er immer noch Sentries. Jetzt auch noch die Robo. Also mal schauen. Ja. Ja, Chris, es gibt viele Schwulenfeindliche, das ist korrekt. Dass man das gut finden muss, ist aber trotzdem noch was anderes. Tja. So. Und dann hat er noch, warte mal, der hat auch noch gesagt, wie du ja auch in dem Video siehst, der hat gar nicht gerafft, dass das gestellt war. Ist das sein Ernst gewesen? Doch. Ach ja, wunderbar. So, die Linge haben ja oben auf jeden Fall die Gateways gefunden. Und da werden... Ich weiß nicht, warum man Zealots reinwarpt. Junge, warp doch Adepts. Die machen die Linge so nass. Ich meine, die Zealots gewinnen auch, aber der erste ist schon down. Und der zweite, ja, wird jetzt angegangen, aber das wird er nicht gewinnen können. Und da kommt er jetzt rüber. Allerdings werden schon die Roaches gebaut. Insofern, tja, mit Roaches sollte man das eigentlich mit Ravager easy peasy abwehren können. Und ja, wir sehen, dritte Base. Die könnte er vielleicht verlieren. Also wenn da jetzt die Force Fields auf die Rampe kommen, machst du natürlich ohne Ravager nicht so viel. Beziehungsweise gar nichts. Und wie war's? Ja, ganz gut. Ich kann es nicht so richtig genießen, weil ich wollte jetzt nicht zu lange weg sein. Aber ich bin auch schon teilweise satt. Die Hälfte gegessen, kann ich vielleicht später nochmal nachziehen. Aber ich komme zu gar nichts heute, ey. Ich bin nur unterwegs. Ein Meeting, das andere. Nicht mal gefrühstückt. Dann habe ich vorhin irgendwie um 17:30 Uhr habe ich dann irgendwie mein Frühstück gehabt. Omelette. Nicht geschafft. Aber gab nur Rührei. Dann auch anstatt 5, dann nur 3 und so. Naja, so ist das Leben. Essen ist für Loser. Ja. Muss halt wie die Koris machen, ne? Ja, guck mal, machst du einfach hier. CSTC-Style. Einfach mal nicht schlafen. Der nutzt seine Zeit wenigstens. Ja, no sleep. Homework, go university. Vorher Turnier gespielt. Be very efficient. Du musst halt so Sachen, wo du keinen für brauchst, die musst du halt nachts machen, während andere schlafen. Und dann wieder später irgendwann Meetings. Ja, aber so mach ich das doch schon ungefähr. Ja, aber du schläfst noch, das ist zu ineffizient. Ja, das stimmt. Du musst dich irgendwie upgraden. So, wir sehen übrigens wieder den Lurker denn vom guten Stefano. Also das scheint so sein Lieblingsgebäude zu sein. Ja, guck mal hier, der wird auch, der Lurker denn, der kennt auch gar nichts, ne? Der frisst diesen Hydra denn einfach auf. Schmacko-Fatz, Freunde. Direkt weggesnackt das Ding, ey.
Tja. Gleichzeitig geht's aber rüber. Boah, wenn da zwei Lurker rein, wenn er einfach in durch in die Reihe stehen, ja. Da müssen aber drei. Warte mal, man kann auch jetzt immer noch Stoppfunktion machen, ne? Laut Marius schon, ja. Da ich noch kein Circle gespielt habe, kann ich dir das nicht sagen. Boah, das wäre so nice. Da, das ist ja wirklich richtig nice. Drei Stück, dann... Dann ist das alles weg. Die ganzen Sentries platzen halt. Dann werden ja auch die ersten vier Lurker werden gemorpht. Dritte Base allerdings, für die sieht es ein bisschen schlechter aus, glaube ich. Also die wird ziemlich easy rausgenommen. Ja, fast doch. Aber setzt direkt eine vierte. Also da kann aber auch nur Glück haben, dass die nicht gescoutet wird. Sonst wird das, glaube ich, nichts. Und, tja, da kommen sie jetzt, die Lurker. Der hat sich einfach unter das Force Field eingegraben, Junge. Was ist mit ihm los? Und er so, puh, mach euch alle kaputt. Time Warp bringt natürlich auf die Lurker, hat sich wenig. Da kommt direkt der zweite Time Warp, lol, lol. Ja, der musste vermutlich direkt zwei machen, damit die Einheiten immer so langsam sind, dass sie im zweiten auch gefangen werden. Aber das hat schon auf den Sack gegeben jetzt hier für Patience. Er wird auch also alle seine Einheiten verlieren. Und da hätte ich lieber gerecalled, dritte Base rausgenommen, ja, und gerecalled. Ja. Weil das war jetzt irgendwie, ja, das war wirklich mehr als Waste, muss man sagen. Das war's für ihn. Die Linge werden das schon fast alleine klärt. Oh, warte mal. Da gehen noch zwei Roaches. Ein Hydra. Ah, den Hydra, der hat sich noch schnappen können. Boah, der Master Chief Core, der geht auch noch down. Bam. Von den Hydras exekutiert. Gleichzeitig das Warp, das fliegt hier Richtung Main Base. Möchte auch nochmal Stress machen. Die vier Stalker stehen ja auch. Die kann er einladen. Jo, macht er auch. Aber wir sehen, da kommt jetzt ordentlich was an Hydra-Link rüber. Ich glaube allerdings nicht, dass er hier auf der anderen Seite was machen kann. Also Robotics Bay wird gebaut. Kanone. Pylon wird rausgenommen. Ich würde sagen, die Defense sollte eigentlich funktionieren. Guck mal, was kommt denn da rüber? Oh, das ist aber schon ein bisschen was, was da rüber kommt. Also vielleicht hält er das auch nicht. Stalker werden jetzt hier ausgeladen. Die stressen natürlich. Boah, die stressen sogar ganz, ganz ordentlich, muss man sagen. Der Queen macht natürlich gegen die vier Stalker auch nichts. Und ja, wir sehen es jetzt hier unten. Dun, 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 dun. Eingraben. Eingraben die Lurker. Jo, die graben sich ein. Und Stefano macht das auch gut. Der sniped halt immer die Observer raus. Und dann machst du natürlich gegen die Lurker nichts. Gerade steht noch die Kanone da. Aber auch die wurde rausgesniped. Und vision-technisch, tja. Siehst du nix, machst du nix. Ja. Das ist bitter. Die machen auch einen guten Schaden. Das ist ja das Schöne. 30 Schaden machen die. Ah, mehr sogar. 33 schon gegen Armored. Und 23 normal. 23 Schaden normal, ey. Ja, und die machen ja nicht nur in einem. Ja, alles, was sie treffen, exakt, ne? Exakt, das ist ja das Krasse an den Dingern. Ja? Lass da nochmal so eine Sentry-Reihe vorbeikommen. Das ist ganz ordentlich. Boah! Also, Stalker sind halt Armor, ne? Deswegen kriegen die halt richtig auf den Sack. Aber, also, Kolosse, alles. Kolosse ist natürlich auch Armor. Ein Sentry, das bekommt tatsächlich noch gar nicht so krass auf den Sack. Das muss halt ein bisschen öfter getroffen werden. Also, vier Shots braucht sogar Sentry. Drei Shots reichen da noch nicht aus. Aber Stalker. Boah. Ist einfach explodiert, dieser Stalker. GG von Patience. 2-0 für Stefano. Was ist denn da los? Ich meine, du hast. Ich glaube, wir machen doch den Delay nach dem BO5 raus. Einfach aus dem Grund, ja, wir haben ja dann 3 Minuten Delay. Wenn wir dann sofort wieder reinklicken, dann sind wir ja nur 5 Sekunden offline oder so. Ja. Ja, okay. So rum ist immer ganz okay. Also, Freunde, nach dem BO5 machen wir den Delay raus. Was wird nach dem Game noch gezeigt? Fragt Bench. Wir zeigen noch Patience gegen Blei und die Maga gegen True. Drei Best of Fives haben wir heute. Wir starten erstmal recht gemütlich in den Dienstag. Die nächsten Tage geht es aber wieder heiß her. WCS kommt ja auch noch mit dazu. Plus Lotus. Da auch dran denken, ne? Die Layer mal rausnehmen vor WCS. Ja. Ja, wenn wir vorher Games haben, ja, ist immer echt ärgerlich dann. Aber muss man halt dann. Übrigens möchte ich noch mal ein paar gute Leute begrüßen, die gerade dazugekommen sind. Nämlich Kalter Hund 84, falls du nicht schon erwähnt hast. Neuer Ultra. Necro Killus. Killoster. Killoster, der war der nicht Schnolter? Der Mobler haut einen Euro rein. Naruto, du hast mich vergessen. Ach, Mobler, du Wichser, dich würde ich nie vergessen. Der hat heute erzählt, ich habe vergessen, mein Abo zu kündigen. Bin jetzt 2 Monate Ultra. Hier, Mobler, für vergessen. Aber schön, dass du 2 Monate am Start bist. Der Mobler, ey. Freut mich. Und Amargenon. Das ist der. Der war noch nie Ultra. Mit dem habe ich heute eine Runde CS gespielt. Hat er mir gesagt, ich war noch nie Ultra bei TakeTV. Habe ich gesagt, ist das dein Ernst? Ultra oder wir kicken dich hier direkt aus dem TS? Was ist mit dir los? Habe ich ihm mal ins Gewissen geredet. Zack! Da ist er mit am Start! Geiler Mann! Der gute Korben, ey. Ich wollte gerade sagen, das ist doch unser Korben, oder nicht? Das ist er. Der hatte immer mit den Vieren und Dreien.
Richtig, sick, der Korben mit am Start. Schön, dass du da bist. Und jetzt auch als Ultra mit am Start ist. Aber hat schon sehr viele treue Dienste bei uns geleistet, der Mann. Scheißegal, da muss ich ihm trotzdem ins Gewissen reden. Das geht ja nicht. Mittlerweile sind ja auch fast alle Tag-TV-Leute auch Subs geworden. Fast alle? Ich weiß nicht, wer ist ja noch kein Ultra bei uns? Also Hopax, der R3Z, der Olli. Timo. Wir beide, Timo. Basti? Bist du Subscriber? Irgendwo. Ja. Sehr gut. Du hast deinen eigenen Kanal abonniert? Das ist wahre Liebe. Ich habe auch meinen eigenen. Aber er hat ja noch einen Severn-Account und hat den zum Abo gemacht. Nicht Naruto SC2 auf Naruto SC2. Ja, ich habe MTV Naruto 1 auf Take TV. Ja, das ist ja super. Achso, ich dachte, du meinst, du hast auf deinem Naruto. Ja, ich habe meinen. Auf meinem Kanal kann man nicht subscriben. Ah, okay. Da bin ich zu klein für, da sagt Twitch. LOL! So, was braucht man dafür eigentlich? Ich glaube, über 200 Viewer oder sowas? Nee. Durchschnitt? Mittlerweile kriegst du noch nicht mal mehr eine Partnerschaft unter 300 bis 500 oder so. Echt? Holy shit. Ja, gut, es gibt immer mehr Streamer, ne? Die könntest du das aussuchen. Sag mal, der Gesichtswinkel sagt, Post ist angekommen, wie ich gesehen habe. Welche Post? Hier. Krawatte. Ehrlich? Wo denn? Weiß ich nicht, die waren hinten, glaube ich. Oh, sick. Links oben gespawnt übrigens. Der rote Protoss. Patience. Ach ja, liebe Freunde übrigens. Ich bin ja eigentlich, also der Arzt wollte mich ja tatsächlich krank schreiben. Komplett. Der sagte, vermeiden Sie sitzen. Habe ich gesagt, wie stellen Sie sich das denn vor? Vermeiden Sie sitzen. Was soll ich denn machen den ganzen Tag? Ich kann ja nicht in der Wohnung stehen. Sehr gut. Da meinte er ja, am Arbeitsplatz so ein Stehpult. Ich so ein Stehpult. Und man muss ja sagen, ich habe gesagt, oder TakeTV hat gesagt, wir müssen unser Versprechen hier halten. Ich komme also Freitag für den Mafia-Tag. Aber da gibt es auch kein Out. Das ziehen wir durch für euch. Und wenn ich mich hier hinknie oder so. Ich muss morgen noch, irgendwie brauche ich deine Größe für die Anzüge, ne? Also für deinen Anzug. Meinen kann ich ja selbst anprobieren vielleicht. Ich weiß noch nicht genau, wo ich den herkriege. Gibt's nicht. Ja. Da gibt's Nummern. Nummern? Ja, die Anzüge haben Nummern. Hosengröße. Zum Beispiel. Und Jackett auch. Oder Anzug, Jackenanzug, wie man das da auch mal nennt. Ich kenne mich ja nicht aus. Naja, kriegen wir schon irgendwie hin. Also Hosengröße könnte ich dir sagen. Dann muss ich nachgucken. Ja, aber wir haben jetzt Krawatten. Ja. Wir holen uns Anzüge und wir brauchen noch Hüte. Zigarren haben wir, Whisky haben wir. Schwarz-Weiß übrigens auch, außer Ingame. Nice. Wir sind vorbereitet für den Mafiosi-Day. Mehr oder weniger. Die Anzüge haben wir noch so eine Tommy-Gun, Junge? Mit dem Rundlaufmagazin. Richtig nice wäre das. So, wir sehen übrigens schon wieder die Robo für Patience. Aber ich weiß nicht, ob er da sein Glück nochmal auf einen Immortal All-In setzen möchte. Aber, ja. Trinkst du schon wieder ein Bier? Der trinkt, wenn, dann Whisky. Warte mal, hat er gerade gefragt, wann er das letzte Mal ein Bier getrunken hat? Ja, vermutlich vorgestern. Am Sonntag. Vermutlich vorgestern. Gestern oder vorgestern. Ja. Also hier, ich habe heute den Penner Bubu habe ich heute auch gesehen, als ich ihn auch gefragt habe, wann habe ich das letzte Mal ein Bier? Ah ja, vor 5 Minuten, Freunde. Junge, ey. Der Chefkoch. So, Immortals werden gebaut. Gib nochmal ein weiteres Gateway, damit macht er die Wall zu hier auf Iron Fortress und beim Zerg. Leer angedrückt, ein Evolution Gem, dritte Base wird auch schon gebaut. Da müssen wir mal gucken, was das so gibt. Oh, 4 weitere Gateways hier. Tatsächlich spielt er einfach wieder Immortal All-In, Junge. Der kennt ja gar nichts, ne? Der kennt ja gar nichts. Übrigens, wir müssen ja noch das Subscriber-Turnier bewerben, ne? Ja. Wir müssen noch ganz viel bewerben. Oh je. Aber die News ist auf jeden Fall schon da. Sehr gut. TakeTV.net, erster Slider, Freunde. Wenn wir später aber noch zu sprechen zu kommen. Wir haben noch so viel zu erzählen. Ja. Wann kommt denn der Marius eigentlich dazu? Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wo der ist. Wer sitzt da? Wo? Ja, an seinem Arbeitsplatz. Echt? Gerade sagst du da nicht. Echt? Irgendwann, zwischenzeitlich. Dann vielleicht beim Backwerk. Ja, ich komme jetzt ist er vielleicht wieder da. Ich habe gar keinen Überblick mehr. Oh. Ja, ich bin ja heute nicht ganz da. Ja, wann gehst du denn jetzt? Gleich so und... Nach dem Best of 5. Vielleicht kann ich dir aber noch ein paar Tage voll machen. Dir. Für Carsten. Lotus. Da ist der. So, damit ich noch weniger Zeit habe, irgendwas zu organisieren, oder was?
Ich weiß nicht, wenn du sagst, okay. Du möchtest nicht casten, dann kann man das auch schieben. Lol, er schreibt too late. Ja, nee, das kriegen wir schon hin. Der Marius, der kann hier... Ah, der Baumann ist ein Viech, ey. Der castet hier alleine. Können wir das schaffen? Yo, wir schaffen das! Also, Freunde, unser Streak wird jetzt momentan versucht zu unterbrechen durch übernatürliche Mächte. Nee, was? 50 Tage schon sicher. Danach habe ich auch schon sicher. Ja gut, aber jetzt bist du erstmal nicht da. Das macht die ganze Sache noch schwieriger. Ja, wenn du sagst, der Streak würde reißen, würde ich kommen. Dann lege ich mich hier auf die Couch, Junge. Ist kein Problem. So, jetzt sehen wir erstmal die Adepts gegen die Linge. Oh, boah, Adepts, ja! Aber da ist er in Hots angekommen und die machen extra Damage gegen Light und die Hydra so... Was ist das für ein Teil? Junge, ein Range-Zelle? Der hat Waffen jetzt auf einmal? Jetzt ist es vorbei. Der Protoss hat das Spiel verstanden. Oh mein Gott, der Time Warp, er ist da! Jetzt! Boah, ja. ich habe letztens gesehen, da wurde ein Time Warp gesetzt. Da habe ich dann ein Matchmaking-Game gesucht, habe 16-2 gewonnen, da war der Time Warp immer noch nicht da. Tja, gar nichts machen. So, die Linge werden richtig gut rausgenommen. Und, ja, ansonsten, boah, die Evo, boah, da war wieder der Kopf, Junge, aus der Evo. Ich glaube, der kommt da immer langsam. Ja, Lurker wurden noch keine gemorpht, insofern, der Time Warp schon wieder, ey. Da, Junge, du fängst sowieso nichts. Was bringt der denn da auch noch, also... Man kann sich den echt sparen, ne? Also ich schreie jetzt nicht Buff Protoss, aber der Time Warp ist halt so schlecht, dass man da gar nichts machen kann. Und ja. Gucken wir mal. Also, wir sehen, der Creep wird rausgenommen, die Hydras wurden auch schon weggepustet. Beziehungsweise die Hydras sagen sich, fight gegen Protoss! Auf keinen Fall, Freunde! Und ja, man sieht schon, Hatred wird rausgenommen. Ansonsten, ja, Paarlinge sind noch mit dabei, aber die Stalker werden sogar auch gerettet. Da kann man wirklich sehr, sehr, sehr wenig, also bis gar nichts machen, möchte ich schon fast sagen. Also, vielleicht mit den Lurkern nochmal. Wo sind sie eigentlich? Da kommen sie jetzt, 3 Stück. Da sehe ich ja eher schwarz. Also Lurker sind natürlich stark, aber halt immobil, wenn sie einmal eingegangen... Oh, lauf doch nicht durch die Lurker! Oh, okay. Hat den Observer noch. Also hat man das früher auch gemacht, die Lurker halt sozusagen, man ist einfach drüber gelaufen, komplett. Ja. Und dann stand man quasi im Surround sogar von den Lurkern. Das klappt aber nur, wenn es nicht über viele waren. Wenn es auf einmal doch 12 Lurker oder so waren, dann braucht es auch nicht mehr drauf rennen. Ja, aber hier... Auch nicht als Terraner, Junge. Nee. Da hast du immer nur geweint. GG. Haha. Lol, Stefano. Ja, 2-1. Somit Anschlusstreffer. Patience also noch nicht ganz raus. Der Timian Bruck. Ja, ne? Ja. Take TV hört auch so geil zu sein. Ja, 45 Tage, kann ich nur sagen. Starcraft 2 am Stück. Noch ist nichts vorbei. Noch ziehen wir durch. Den Marius hole ich mir sonst auch noch auf die Couch. Wir ziehen ja jeden Tag aufs Neue durch. Also die Woche ist komplett durch. Ne? Wir haben jeden Tag Content. Morgen Subscriber-Turnier. Können wir das schon mal erwähnen? Bitte geht doch mal auf taketv.net. Können wir hier mal kurz zeigen. Und das ist noch unsere jetzige Homepage. Wir sind ja dabei, unsere neue Homepage nochmal neu zu designen und da noch einen Newsblock jetzt mit dazu zu setzen. Der wird eventuell Ende dieser Woche fertig. Hat der James gesagt. Vertrauen wir dem Mann, dem Alleskönner. Das Viech, das wird er schon wieder umsetzen. Meldet euch an. Wir haben gesagt, hey, gestern, pass auf, wir haben Mittwoch noch keinen Content. Mittwoch machen wir ein Subscriber-Turnier. Also, erste News hier im Slider, in der Slideshow. Klickt hier drauf. Über 1500 Ultras sind da. Wir werden das Turnier so groß machen, wie ihr Bock habt. Das bedeutet, wenn ihr noch kein Ultra seid, könnt ihr natürlich auch Ultra werden und am Subscriber-Turnier morgen teilnehmen. Das ist wirklich nur für Ultras gedacht und ist aber ganz simpel. Ja, also, 18 Uhr geht's los. Morgen ist es dann auch schon soweit, also bitte, bitte meldet euch an. Die Anmeldung geht bis morgen 16 Uhr, wo natürlich seht ihr uns dann live auf Twitch. Wir casten eure Spiele, so viele Spiele, wie halt da sind. Ja, wer die Take TV Ultras? Wo meldet ihr euch an? Hier geht's zur Anmeldung. Ich hoffe, man kann es erkennen, ja, so einen fetten Buchstaben. Klickt hier drauf und geht ab, schreibt hier euren Twitch-Namen, wie zum Beispiel Name plus Battletag. Also bedeutet Take TV und dann becomeapro.870. Submitten und dann geht's ab. Wir checken, ob ihr Ultra seid und dann geht's auch morgen schon los. TakeTV.net ist der Ort, wo ihr euch anmelden müsst und das im ersten Slider. Wir freuen uns natürlich auf jeden, der mitmacht. Ist etwas kurzfristig, aber die Leute haben auch gestern gesagt, go, Sub-Turnier. Hört sich gut an, kann man zwischenzeitlich mal reinmixen. Ihr seid ja eh fast jeden Tag auf dem Stream. Das heißt, wenn ihr gestern schon mitbekommen habt, könnt ihr euch jetzt anmelden, sonst bis morgen 16 Uhr habt ihr Zeit. Die Sache sollten wir auf jeden Fall durchziehen. Mir würde schon so ein 32er, gut, würde mir schon... Je nachdem, wie viele es sind, kann man ja auch schon direkt früher BO3 machen. Ich war auch schon Juni, oder? Ja, das Jahr schon wieder zur Hälfte rum und ich habe noch nichts davon erlebt. Was für ein Datum ist denn da? Guck mal kurz, wie viel da Juni und so. Montag ist der erste. Montag ist der erste? Ja. Ja, du hast recht. Ich weiß.
Deine Mutter hatte gestern Geburtstag? Nee. Vorgestern Geburtstag? Nee. Hast du nicht gesagt, die hatte Geburtstag oder hast du mich angelogen? Ich habe gesagt, die hat morgen Geburtstag und das gestern. Sag ich doch, gestern Geburtstag? Heute. Heute Geburtstag? Es ist dein Ernst. Ich habe gestern gesagt, die hat morgen Geburtstag. Gestern Geburtstag. Und James, die Leute schreien, die wollen den Newsblock haben. Kauft sich genau deine jetzt. Nee, lass mal. Schaffen wir es bis Wochenende? Samstag, Sonntag? Oh, der Druck wird groß. Was? Der sagt, geht der trollt uns doch schon wieder. Nee, aber du hast das auch wieder. Du wolltest die am Wochenende fertig haben, sozusagen? Nee, er hat gesagt, diese Woche schafft er vielleicht schon die Newsblock-Seite. Ja, aber den fragst du nach Samstag, Sonntag. Ich mach das beim James immer so, kannst du das machen? Ist nicht so super wichtig, aber in 2 Tagen vielleicht. Und dann sagt er, ja. Und eigentlich will ich das in 4 Tagen haben. So muss er eigentlich mit dem James umspringen. Schaffst du das gestern? Ja, hört sich gut an. Okay, morgen. Ja, unten auf der 6 Uhr, oder nicht auf der 6 Uhr Position, eher auf der 7 Uhr Position ist Born. Der rote Protoss von den Dead Pixels, Patience. Und rechts oben auf der 1 Uhr Position, der pinke Zerg, gesponsert vom Meltdown, Stefano. Guck mal, jetzt geht er erstmal nach Hause. Sagt sich, wenn ich morgen hier anfangen soll so früh, dann gehe ich jetzt erstmal nach Hause. Scheiß Chef, denkt er sich hier. Was soll das hier? Let me in Rue! Ja, erstmal ein WoW-Raid starten hier, Freunde. So, Gateway wird gebaut, nachdem er ja, Nexus... Naja, nicht Nexus für... GG! Sorry, das Gateway steht schon, der Cybercore wird gebaut. Ich dachte schon, jetzt bin ich völlig verrückt geworden, aber... Ja, bin ich nicht. Heute gibt es auch noch Counter-Strike. In genau, eigentlich 13 Minuten, habe ich gehört. Stream ist schon live. Stream ist schon live, nice. Ich weiß zwar nicht, wer spielt. Ich auch nicht. Ja. Irgendwann, diese Woche werde ich dann auf jeden Fall mal Counter-Strike gucken können. Oha. Mit eiserner Hand administrieren. Und wahrscheinlich 100 Serien. Ich habe nicht so viel, was ich noch gucken kann. Ist das dein Ernst? Ja gut, ich habe einfach mehr Zeit als du. Ich glaub, jetzt erzähl mir nicht, du jetzt keine Serien durchgezogen. Wenn du mal eine Woche frei hättest, jetzt auch eine Serie durch. Eine? Ist das dein Ernst? Ja, kommt drauf an, wie viele Folgen. In 2 Tagen. Ne? In 2 Tagen schaffst du. 2 bis 3 Staffeln. Ich gucke halt dann auch legit 18 Stunden. Ja, aber kommt auf die Serie an, ne? Ja, sagen wir mal, die Folgen gehen 45 Minuten ungefähr. Und die haben irgendwas zwischen 12 und 10 und 20 Folgen. Dann gucke ich an einem Tag. Das ist ja schon eine recht lange Serie dann so, ne? Gucke ich eine Staffel knapp. Ja. Das habe ich schon gemacht. Letztens habe ich Daredevil komplett durchgeguckt an einem Tag. War easy peasy. Habe ich halt wenig geschlafen. So wie immer. Hat ja nichts geändert. Nur, dass ich diesmal Spaß hatte, die ganze Zeit eine Serie zu gucken. Arrow kannst du gucken. Ja, 23 Folgen pro Staffel. Ja, habe ich schon mal aufgemacht, aber da habe ich Daredevil geguckt, glaube ich. Ah, mal gucken. So. So, 3 weitere Gateways übrigens für Patience. Damit geht er auf 4 Gateways hoch. Weiß nicht, wie es auf der anderen Seite aussieht. Ein Pylon gibt es aber auf jeden Fall nicht. Und beim guten Stefano, der hat wieder den Leer angedrückt, wieder keine dritte Base, könnte also auf den Spire gehen, potenziell auf jeden Fall. Und ansonsten, ja, ansonsten lassen wir uns überraschen, was wir davon noch sehen werden. Ach ja, Spire, ja, wir sehen tatsächlich den Spire. Kann der gute Patience hier mit einem 4-Gate-Pressure irgendwas machen? Hier steht ein Zealot mal, guckt sich an, ob da die Rocks oder die Debris angegangen werden. Die Antwort ist nein. Jetzt wird die Robo noch nachgezogen. Und die Probe, die möchte scheinbar wirklich hier die Expansion. Boah, wie aggressiv man immer klingeln kann, ne? Weißt Hammer, du, ne? Keine 14 Sekunden, keine 10 Sekunden vergangen. Ah! Das hätten sie auch in 7 Sekunden schaffen können. Renn! Ja, wirklich, ey. Und dann guckt man immer, wer da hochkommt. Weißt du, aber das ist, ich glaube... Zeig nochmal, wer ist das? Ich glaube tatsächlich, dass das die Aufnahmebedingung... Er ist der aggressive Klingler, oder ja, was? Ich glaube tatsächlich... Klingelst du immer so aggressiv? Hast du immer schlechte Laune, oder was, wenn du klingelst? 3 Sekunden... Was ist da los, das, Junge? Weißt du, was er früher war? UPS-Fahrer. Ist keiner... Dude, ist keiner da! Nee, ist keiner... Dann einmal geklingelt. 1, 2... Ist keiner da! Direkt wieder in den Wagen gerannt, Junge. Das Solche Paket über den Balkon. Ja. Solche habe ich wirklich schon gehabt? Ey, ich guck aus dem Fenster, ich schreie noch so hinterher, ich bin da! Okay. Junge, unfassbar. Die ersten 6 Mutas jetzt im Bau. Das hier ist eine Phoenix-Halluzination gewesen.
Und damit ist er natürlich auch gescoutet worden. Gehe ich auf jeden Fall schwer von aus. Der Phoenix hier lang geflogen, ja. Ziemlich sicher. Gucken wir uns nochmal an, um 100% zu sein. Ja, da hat er gesehen. Sprich, Reaktionen sind auch Kanonen plus Stalker. Die Linge hier vorne, die können keinen Schaden machen. Also, ja, mal abwarten, was der Fahrer denn als nächstes macht. Aber wir haben schon gesehen, im Production Tab war der, ja, der Hydra denn, beziehungsweise jetzt der Lurker denn. Sprich, er bleibt seinem eigenen Stil treu. Und Patience, ja, der muss jetzt erstmal in den defensiven Modus schalten. Mann, der ist ein Komiker, ne, der Typ. Der ist lustig, also wenn man dem zuhört, das ist schon ganz lustig am Stream, muss ich sagen. Vor allem mit dem Chefkoch, wenn die sich so beide selber feiern. Also irgendwas ist da auf jeden Fall nicht richtig. Ich weiß nicht, ob die Mama den da untersuchen hat lassen auf verrückt oder so, aber... Ja, stimmt, hat die sich vermutlich auch gespart, das Geld. Den brauchen wir nicht mehr untersuchen, das kann ich selber. Da brauche ich keinen Arzt für, Freunde. Und ja, die Muttersflaschen hier, das ist auch, aber die werden keinen großen Schaden. Vielleicht doch. Aber keinen großen Schaden. Na, noch nicht. Die Kanone haut auch nochmal auf die Mutters rein. Geht aber bisher alles. Da ist auch noch eine Foto, da sind nochmal zwei Photon-Cannons. Plus Photon-Overcharge ist auch noch verfügbar. Sprich, die Mutters, ja, die können ganz schnell wieder zurückflattern hier. Und ansonsten passiert da erstmal nicht so viel. Also Stefano, wie gesagt, Hydra denn into Lurker denn gemorpht, bitte, ist noch dabei, dauert natürlich irgendwie 71 Sekunden. 125! Achso, ist wegen Replay. Okay. Ich dachte, jetzt ist alles vorbei. Jetzt sind sie komplett übergeschnappt, ey. Aber nope, sind sie nicht. 45. Tag, echt, ey. Das ist krass, oder? Gab's das schon mal bisher bei TechTV? Also es gab ja schon mal viel Content, aber ich glaube 45 Tage am Stück gab es nicht. Am Stück? Vielleicht höchstens, als du früher noch ganz klein warst, sozusagen, in deinem Wohnzimmer. So, ja, da stimmt, vielleicht. Früher, da habe ich tatsächlich viel Content gemacht. Da werden die ersten Lurker gemorpht. Da sind sie schon fertig. Drei Stück, ja. Keine Angst, Freunde, das geht nicht so schnell. Die waren einfach schon ein bisschen am Morphen. Und er möchte jetzt hier auch wieder hochpushen. Aber tatsächlich machen diese Lurker den Patience auch echt Probleme. Die sind nämlich fies. Also die machen nicht nur viel Schaden, die haben auch noch große Range. Fast ein bisschen wie... Wie heißt denn das Ding? Ach, der Kolossus, Freunde! Und der Kolossus wurde aber hart gebufft, hart genervt in Legacy of the Void. Boah, was kassiert der auch hart von... Boah! Er macht halt 26 Damage, ne? Der macht halt eigentlich... Der macht schon immer noch Damage. Also man darf nicht vergessen, dass der doch schon ein bisschen was trifft. Aber der Lurker, vor allem wenn das dann ein paar mehr sind, die hauen schon... Boah, der Koloss direkt aus dem Latschen gekippt. Und das Problem für ihn ist ja, der hat nicht mehr so viel Range wie der Lurker. Ja. Sprich, willst du den Lurker angreifen, musst du an den Lurker ranrennen. So sieht's aus. Willst du an den Lurker ranrennen? Mhm. Nein. Niemals. Das könnte auch ein YouTube wieder sein. Hey Timmy, sag uns doch mal, willst du an den Lurker? Na? Nein. Boah, da ist das nächste Gateway hinüber. Photon Overcharge hat natürlich mehr Range, sprich ein Lurker geht jetzt mal down. Und da muss man ja auch dazu sagen, der Lurker macht nicht nur viel Damage und hat viel Range, der hat auch noch 200 HP. Und da heulen alle über den Cyclone. Oh, der Observer wurde wieder gesniped, wunderbar. Partyalarm, Hackfly, alles wird aus Hack gemacht. Oh, der Koloss. Oh, der Koloss kriegt wieder in die Mappe, ey. Junge, 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 die Lurker laufen jetzt auch einfach wieder hoch. Man stellt sich mal vor, wirklich, da kommen mal mehr als... Also ich weiß nicht genau, wie viel Supply ein Lurker ist, ich könnte mir 4 vorstellen. Aber man stellt sich vor, da kommen mal irgendwie so 12 oder so. Das sind nur 4 Lurker. Und der hat schon Probleme mit den Vieren. Wie die Zellets da einfach zerballert werden. Oh, jetzt sind die Lurker langsam mal down gegangen. Aber Stefano kann natürlich einfach neue Lurker morphen. Sein Income ist gerade 1900 und 600. Das ist schon mal ganz ordentlich. Lurker sind jetzt down. Die Hydras, ja, versuchen nochmal ihr Bestes, aber die werden dann nicht mehr viel ausrichten können. Archon direkt hinterher, laufen die Kanonen rein. Ja, ich würde aber auch lieber in so eine Kanone reinspringen, als von einem Archon zermatscht zu werden. Ich glaube, das ist nicht so der schöne Tod vom Archon. Power overway. Obwohl, vermutlich recht schnell. Wenn er da einmal die Faust Gottes aushält nach vorne, Junge. Ist alles verpackt. Ja, austeilt, könnte man vielleicht sagen. Da ist der nächste Lurker schon wieder. Boah, das sieht ein bisschen aus wie ein Einhorn. Es gibt doch Einhörner, Freunde. Guck mal. Hier haben vorne so ein dickes Horn. Oh, jetzt ist jemand. Ah, er hat halt. Boah, diese Stacheln, ne? Die sehen auch richtig pervers aus. Das ist auch kein schöner Tod, kann ich mir vorstellen. Nee. Wenn du da direkt aufgespießt wirst, ja. GG von Patience. 3:1 für Stefano. Der hat sich aber ordentlich durchgesetzt.